Hallo ihr Diebe und willkommen zurück. Wir müssen ja noch immer zu dem Versteck. Und dann machen wir uns auch gleich auf den Weg. Ich sehe noch dein Gesicht. Das tut weh. Schnell wieder runter. Holla die Waldfee. Das war... Was ist aus dieser Stadt geworden? Ich habe gestern Abend einen Mann gefragt, was ich vom Baron halte. Und? Na, hier scheinen wir richtig zu sein. Du, auf die Knie! Warum? Was ist denn? Schnauze, Mistkerl! Nur Götzen geben der Wache Widerworte. Und du bist doch kein Götze, oder? Nein, Sir. Ich bin ein Nordmann. Schon immer. Da sind wir durchgekommen, da kommen wir. Du hast dich angepisst. Keine Ahnung wohin, aber da müssen wir jetzt auch nicht hin. Schraubstuhl benötigt. Danke, dass ihr mich immer wieder daran erinnert. Und jetzt hau ab, sonst verhafte ich dich fürs Herumlungern. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Noch bin ich hier. Das Haus der Blüten soll unter Rakers Ditch sein. Die hübschesten Mädchen der Insel. Mondwolken, die dich alles vergessen. Ich bin nicht hier. Das Einzige unter Rakers Ditch sind die Knochen von Idioten wie dir. Komme ich da irgendwie dran vorbei? Die Docks sind tot. Kein Boot rein oder raus seit der Abriegelung. Sogar der Jahrmarkt wurde geschlossen. Bitte. Hauptmann Durham sagte, dort gehörst du hin. Dandy Durham, verrottet unter Sackleinen in einer Schwermutgrube. Wer hat es da wohl besser? Überall Ratten. Die dumm, die dumm, die dumm. Ich würde ja ganz gerne an die Kiste gehen. Der sieht mich nicht. Der könnte mich sehen. Darum werde ich mal das Licht ausmachen. Wenn der gleich weg ist, werde ich den ausnocken. Gehe ich mal von aus. Ach, da kann man auch lang gehen. Sehr gut. Aber erstmal knacken wir das Schloss und hoffen, dass wir dabei nicht gehört werden. Komm schon. Ist jetzt empfindlicher als sonst. Na komm. Jetzt aber. Taschenuhr. Ein paar Pfeile. Sehr schön. Ich glaube, da müssen wir ihn wohl doch nicht ausnocken. Gehen wir mal hier runter. Das Licht macht ja hier nichts, das lassen wir mal an. Zumindest für den Moment. Schon wieder. Na. So, und einer noch. Jawohl. Und auf. Schön, schon wieder ein paar Pfeile. Was ist
das? In der Stadt gibt es einige dieser Obelisken. Dokumente. Das werde ich mir alles mal offscreen durchlesen, bei Gelegenheit. Die können wir noch uns noch ein bisschen verstecken. Jetzt machen wir das Licht aber mal doch aus. Ne, da kommen wir nicht durch. Schade, da muss ich wohl doch oben lang, wa? Doch an dem Wachmann vorbei. Das ist ja blöd. Ich hoffe mal, dass es keiner mitgekriegt hat. Ich schwöre, ich habe jemanden gesehen. Oh oh. Hat er mich ja doch gesehen. Lauf, Junge! Mach das. Ich hab dich gewarnt. Jetzt bist du. Du bist kein Gegner. Puh, das war eigentlich nicht meine Absicht, die zu töten, aber jetzt ging es ja nicht anders. Verdammt. Naja. Dann brauche ich mich jetzt auch nicht mehr eigentlich verstecken. Weil es waren ja alle Wachen sowieso hinter mir her, die hier unten waren. Nicht ganz nach Plan, aber wer schleucht da hinten rum? Ach so, normale Leute nur, das ist nicht schlimm. Dann kann ich jetzt auch offen hier rumlaufen. Ein schönes Stück. Das einzige unter Raker Stitch sind die Knochen von Idioten wie dir. Können wir uns auch erstmal noch ein bisschen hier umgucken. Kommt man da rauf zu dem Tennis? Nein, kommen wir nicht. Gibt es denn hier noch irgendetwas? Ach ja, hier war ja noch was, genau. Hier lag doch noch was, oder? Jawohl. Das Haus der Blüten soll unter Raker's Ditch sein. Die hübschesten Mädchen der Insel. Mondwolken, die dich alles vergessen lassen. Das einzige unter Raker Stitch sind die Knochen von Idioten wie dir. Das Haus der Blüten soll unter Raker Stitch sein. Ach ja, da bin ich hier hochgeklettert. Genau. Ja gut, dann kann ich auch hier wieder runtergehen. Hä? Wer ist denn jetzt hinter mir her? Keine Ahnung. Ich hasse diese Warterei. Ach, da oben, da müsste noch einer rumschwimmen, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Da ist er doch. Ich dachte, der wäre schon tot oder wäre hinter mir her gewesen. Scheinbar auch nichts. Da komme ich eh nicht hoch. Da ist nichts. Da auch nicht. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ja, genau. Kotz dich mal aus.
In Riverside steht eine alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Die sollte ich mir genauer ansehen. Das sind die Wachleute. Alles Kranke hier. Nein, sie zucken zu wenig. Ein schlechtes, wie heißt das? Schlechtes, sagen wir Omen. Da kauert auch einer in der Ecke. Überall Fackeln. Was haben wir denn hier Schönes? Keine Ahnung, ob hier einer ist. Ich bin jetzt einfach mal nur hier hochgegangen. Diese maskierten Quacksalber wollten diesen Posten nicht. Das werden die Wachen sein, die da langlaufen. Bestimmt safe, wunderbar. Oh, es hat Licht hell. Ich werde krank, das spüre ich. Wenn ich nächstes Mal unseren Dealer antreffe, dann werde ich auf jeden Fall zusehen, dass ich meinen Schlüssel kriege da. Eine Geldbörse. Ah ja, von da kam ich ja. Ach, da lag ja noch was. Gib mir das. Gehen wir mal da lang, wo wir hergekommen sind. Wir können ja auch mal oben aus dem Fenster gehen. Au! Das war aber gemein mit den Pfeilen. Das ist eine Druckplatte. Schweinepuckel. Das war nicht nett. Da laufen die Wachen rum. Wir werden jetzt mal hier oben lang gehen. Drahtschneider benötigt. Da könnten wir eigentlich auch mal hochklettern. Wir werden uns erstmal hier oben umsehen. Hat das Leben nicht wirklich mehr zu bieten? Und hier werden wir jetzt auch mal reingehen. Geht das? Ja, es geht. Wenn wir schon mal hier sind. Dass sie die Bilderrahmen immer in der Truhe verstecken, da sieht das doch keiner. Bringt mir das? Eigentlich gar nichts, oder? Da komme ich nirgendwo hoch. Hier bin ich voll im Licht.
da drüben los? Sag Bescheid, wenn du was findest. Das war blöd. Falls da jemand ist, solltest du besser versteckt bleiben. Ich wollte eigentlich in das Seil springen. Ich hab nichts gehört. Rechne mit allem. Eigentlich wollte ich an das Seil springen. Dabei irgendwie nicht funktioniert. Schnell hier durch die Gasse. Das war Künstlerpech. Warum hast du das getan? Er kann nicht zahlen, wenn er tot ist. Ganz ruhig. Er hatte das Geld sowieso nicht. Er sollte nur nicht Selbstmord begehen, bevor ich ihm noch ordentlich eine mitgebe. Kommt er hier lang? Er kommt hier lang. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Wo ist er hingegangen? Mal mitnehmen. Ich könnte schwören. Halt! Im Namen der... Ich wusste es. Und gute Nacht. Musste der ausgerechnet jetzt wieder kommen? Hier noch irgendwo was ist, wenn wir schon mal so rabiat waren. Nein, ich wollte da nicht runter. Hallo? Ach doch, ich wollte doch hier runter. Gehen wir mal direkt hier hin. Da ist nämlich ein offenes Fenster. Auch ein offenes Fenster. Sehr schön. Gib mir das alles mein. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Ich wollte ja eigentlich hier runter, dann hier runter und hier rein. Schön, dass hier keiner ist. Da kann man das Fenster aufmachen. Da gibt es nur so ein paar Kleinigkeiten. Wollen wir mal rausgucken? Komm, wir schauen mal, wo wir da hinkommen. Nein, wir gehen wieder zurück, sonst verlieren wir nachher den Faden, wo wir normalerweise hin wollten. Was? Nein.
wollte erst noch mal hier schauen. Gut. Aber der Weg war eigentlich richtig, so wie es aussieht. So wie es aussieht, war der Weg richtig. Ah, guck mal, da können wir auch rein. Hätten wir ja doch bleiben können. Rüber. Ah, eine Abkürzung vielleicht. Oder auch nicht. Zumindest gibt es hier ein paar Kleinigkeiten. Man auch durch. Ah, ein Flachmann. Wo die Leute alle ihre Gesöffe verstecken. Alles heimliche Trinker. Kann man anscheinend hin. Bringt mir das was? Ich weiß nicht. Da unten scheint was zu sein, aber das Risiko gehe ich jetzt mal nicht ein. Kommen wir hier durch? Anscheinend. Doch, kommen wir. Sehr schön. Wo kommen wir da hin? Will ich das wissen? Nein, wir gehen erstmal unserem... Guck mal an, da ist doch was. Sieh an, was haben wir denn da? Genau, ein Sammlerstück. Und wieder nach oben. Hat sich ja gelohnt, einmal kurz darüber zu jumpen. Ich bin der Geist, der die Nacht durchflattert. Jebediah Chokes ist ein Dreckskerl. Was? Der Anführer der Aalbeißer? Ja, der. Little Lou wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihren Ring will. Das hat ihr sicher nicht gefallen. Natürlich nicht. Sie hat ihm eine gelangt. Aber Chokes hat nur gegrinst und den Ring in die Tasche gesteckt. Was für ein Dreckskerl. Aber er hat bestimmt schon eine schöne Ringsammlung. Willst du ihm vielleicht die Bude ausräumen? Nur zu. Aber ich gehe ihm aus dem Weg. Könnten wir noch reingehen? Die tun mir nix.
Da scheint eine Wache rumzulaufen. Oder wer ist das? Das ist auf jeden Fall eine Wache. Die hier hinkommt. Shit. Ich kenne doch Schritte. Ich werde dich töten. Ach, komm schon. Tut mir leid. Hättest mich nicht sehen dürfen. Dann bleib da liegen. Scheint die ganzen Anwohner hier aber nicht zu stören. Oh, was bist du denn da für einer? Na, holde Maid. Was? Hat sich da in den Schatten... Keine Bewegung! Na. Er ist nicht hier. Zumindest jetzt nicht mehr. Ich hätte mal Glück gehabt. Da komme ich aber bestimmt nicht rüber. Ist er da runtergesprungen oder was? Ist er da echt runtergesprungen? Oh. Das war knapp. Wenn ich das mal so sagen darf. Schon. Hier noch mal Glück gehabt. Ich wollte ihn eigentlich ausloggen, aber shit, war drupp. Hier sind eh schon genug aufgeflogen. Lass mal die erstmal da stehen. Und gehen jetzt erstmal dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Gehen wir mal hier rüber. Müsste das Boot nur noch wackeln, dann wäre es fast perfekt. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, die möchte ich betreten. Neues Ziel. Betritt Erins Versteck. Aber das sehen wir in der nächsten Aufnahme. Bis dann, Freunde. Hier bei Sieve.